So, herzlich willkommen. Ihr Team nähert sich den Treffpunktkoordinaten. Wie lauten die Befehle, Weaver? Ravenov, mein Team hat das Dorf erreicht. Bitte bestätigen. Bruder, zur Begrüßung lasse ich mal den Drache flattern. Willkommen in Vietnam. Hoffentlich fließt Feuer durch eure Adern. Das werden Sie heute brauchen. So, zack. Ravenov, warte. Du bist ein. So, Ravenov, erzähl Ravenov, mal. Ravenov, Sie sagten, Maxis wurde in die Omega-Basis gebracht? Da. Der Teleporter auf dem Dach bringt Sie hin. Finden Sie Peck in der Basis. Der Feigling hält Maxis irgendwo fest. Ich würde Sie ja hinbringen, aber diese wilden Bestien haben dafür gesorgt, dass ich nur noch meine Monitore überwachen kann. Bieten Sie mir einen guten Kampf. Wie oft ich die Ausrede von Ravenov schon gehört habe. Naja, also sind wir auf uns alleine gestellt. Dann erstmal Kleingeld abgreifen. Und zack. 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 Ab in die Basis. Strom einschalten und parallel die Teile für die Wunderwaffe zusammensuchen. Ich sollte wohl nicht überrascht sein, Sie zu sehen. Maxis arbeitet mit Requiem zusammen. Das liegt nahe. Wie wäre es mit einem Handel? Ich brauche Energie. Besorgen Sie mir welche und Sie bekommen Ihre Spionin. Eine Hand wäscht die andere. Vorsichtig vorgehen, Team. Tut, was er sagt, dann holt Maxis. Noch ein zufriedener Kunde. Meine Hand. Heute ist wohl Schneckentempo-Tag, was? Hopp, hopp, Leute! Ich habe noch jede Menge zu tun. Sehen Sie zu, dass Sie freikommen, Beck. Yeah.
Sterne können fliegen. So, zweiter Reaktor läuft. Dann nochmal Kleingeld. Und das erste Teil für die Wunderwaffe geschnappt. Eine Art neue Energiewaffe? Ich schlage vor, mehr Komponenten zu suchen. Die Schublade lässt sich nur per Netzhaut-Scan öffnen. Findet sie Cool Clays Leiche, dann haben sie den Schlüssel. Ja. Das Auge von dem Matschigen, das schnappen wir uns gleich. Erstmal schalten wir den letzten Reaktor ein. Dann pulen wir dem Matschigen das Auge aus dem Kopf. Aktivieren den Computer. Schnappen uns den Schlüssel. Und dann hoffe ich, dass wir das mit der Dartscheibe hinbekommen. Bei meiner Position aktiviert. Nutzen Sie sie, wenn Sie Zeit haben.
Kommen Sie zum Missionskommando. Ich warte. Cool Clay hat diesen Ethereum-Konverter gut versteckt. Und das muss man in einer KGB-Basis wohl. Wenn das Ding Freunde hat, könnten sie wie alle dort sehen. Boah. Erinnern Sie sich an den Schlüssel, den Sie gefunden haben? War sicher ein Schlüssel. So, mit dem Schlüssel muss ich jetzt hier die Spinde öffnen, solange bis ein Mimic spawnt. Und der sollte dann, nachdem ich ihn getötet habe, ein weiteres Teil für die Wunderwaffe droppen. Da ist er gespawnt. So, wo ist der Kerl? Ja. Das ist auch ein Grund, warum ich mich für den Eisdrache entschieden habe. So. Und? Er hat da nichts gedroppt. Mache ich weiter die Spinde auf. Aber kein weiterer Mimic spawnt. Jetzt bin ich verwirrt. Und weiß nicht, was ich tun soll. Ja. Ich kontrolliere das alles nochmal. Aber da hänge ich jetzt. Und das hat mich schon mal fast in den Wahnsinn getrieben. Ich habe nochmal nachgeguckt jetzt, aber wirklich nur eine scheiß Granate gedroppt. Ja, und jetzt? Geheimdaten habe ich gefunden. Darüber kann ich mich jetzt so mäßig freuen. Ne? Aber ich bin ein bisschen angepisst. Ich kontrolliere jetzt nochmal die Schränke, ob da noch was drin ist, was ich nicht kenne. Ich hätte Scheiße gerochen, als ich die Tür öffnete. Aber nein, es ist das billige Aftershave. Es kann nicht schwarz. So, und jetzt? Ja. Dann erstmal weiter im Text. Ich bin hier, Requiem, in der Ecke. Sie hatten Ihren Spaßpack. Wo ist Maxis? Die Sache ist, wissen Sie, weshalb unsere Basis hier steht? Dimensionale Fragilität. Die Realitätsbarriere ist so schwach, dass selbst ein Kind ein Portal öffnen könnte. Der Dunkeläther ist wirklich praktisch, um Feinde zu entsorgen. Ganz genau. Ich habe sie durch das Portal gestoßen. Weg quasi, für immer. Ich könnte es wieder öffnen.
Aber da der Strom wieder an ist, muss ich meine Forschungsdaten an Omega übertragen. Viel Glück bei Ihrer Sache. Dieser Dreckskerl! Pecks Niedertracht ist grenzenlos. Wenn er die Wahrheit sagt, ist Maxis in Lebensgefahr. Zeit, Peck seine Grausamkeit heimzuzahlen. Kommen Sie zu mir. Es gibt andere Wege, um einen Supercar zu töten. Was ist Ihr großer Plan, Ravenov? Als Omega die ersten Männer in den Dunkeläther schickte, kehrten sie verrückt zurück, erzählten Geschichten, die nicht stimmen konnten. Um die Wahrheit zu erfahren, erschufen wir ein spezielles Serum. Mit dieser Zugangskarte erhalten sie Zugriff auf das Material für eine Dosis. Mit diesem Wahrheitsserum sagt ihnen dieser Bastard Peck einfach alles. Okay, Komponenten finden, Dosis herstellen. Dann verpassen wir Peck eine Kostprobe seiner Medizin. Solange wir die Dosis korrekt zusammenstellen, sollte alles gut gehen. Du warst eh schon tot. Er ist Feuer und Flamme, dieser Ravenov. Können wir ihm wirklich vertrauen, Weaver? Vorerst bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen Maxis finden und er ist uns... Aerosolverteilsystem, das sollte Peck zum Reden bringen. Echt schade um ihn. Er war einst die führende Kraft auf seinem Forschungsgebiet. Es ist nur schade, dass wir ihn nicht erwischt haben, bevor er das Land verlassen hat. Ja. Ein Wahrheitsserum? Sie halten sich wohl für clever. War das überhaupt die passende Dosis? Oh, könnte sein. Symptome. Ein warmes Kribbeln der Gänsehaut. Ein Glücksgefühl. Oh, Euphorie. Dann ist es wohl Zeit für... die Halluzination. Erinnerungen.
meine Erinnerungen. Ich verstehe jetzt das. Ich glaube schon. Der Sinn des Lebens ist tanzen. Achtung, Martha. Ich werde führen. Autsch! Verdammt, Martha, pass auf meine Zehen auf. Ich hab nur Zehen. Du trugst die Kette von deinem 40. Gekauft bei deinem Lieblingsladen Dahlias. Also gut, Peg. Sie hatten ihren Spaß. Also, wie öffnet man das Portal? Sagen Sie die Wahrheit. 1, 2, 3. Die Wahrheit ist, Sie haben einen wundervollen Walzer mit Martha unterbrochen. Aber das Portal... Sie brauchen die Codes, um den Quantenhauptrechner neu zu starten. Dr. Sokolov und Brahms haben sie. Aber um Maxis zu finden, brauchen Sie Ihre Dimensionstracker-Kennung. Die hat Sabine. Ach ja, die sind ja alle tot. Oder infiziert. Gehen Sie zur Datenzentrale, da könnte was sein, das Ihnen hilft. So, jetzt habe ich gerade Plan B gestartet, an die Wunderwaffe ranzukommen. Ne? Denn wenn man sie nicht bauen kann, dann kann man sie entweder bei die Belohnungsstation bekommen oder eben über die Kiste. Und Kiste suchten ist was für, tja, ganz Verzweifelte. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal der bescheuertste Part aus dem Easter Egg. Und in dem muss ich mit dieser Essenzfalle ja diese Mimics einfangen, die Daten in sich tragen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ne? Bis jetzt habe ich immer entweder den falschen oder ich habe aus Versehen den richtigen Mimic getötet, weil die Waffe, die ich gewählt habe, einfach zu stark war. Und deswegen, das ist auch ein Grund, warum ich mich für den Eisdrache entschieden habe. Nicht nur, weil er schon von vornherein einen Eisschaden drauf hat, sondern er macht einen guten Schaden, den man kontrollieren kann, ohne den Mimic gleich ins Nirvana zu schießen. Gedächtnisübertragungsstation. Damit stellt man Erinnerungen von Eternauten wieder her, die durch Ethereum transformiert wurden. Sie müssen lediglich Sokolov, Brahms und Sabine in ihrer derzeitigen Form finden, ihre Essenz einfangen und die Erinnerungen sammeln. Kinderspiel. Wie Peck gesagt hat, ganz einfach. Reaktivierungscodes, Tracker-ID, Portal öffnen, Maxis nach Hause bringen. Wir müssen nur unsere Ziele finden. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Einem Heuhaufen aus fauligem Fleisch.
mit C4. Mehrere Abschüsse. Vier gefangen. Zur Verarbeitung einsammeln. 3 Minuten bis zum Eindämmungsversagen. Sofort zur Verarbeitungsstation zurückkehren. Download. Ich bin mit Abstand der Älteste hier. Also, warum können diese Kinder nicht mithalten? Ständig fordern sie Pausen. Alles, was mich interessiert, sind Ergebnisse. Weg, ignoriert mich. Brand schwatzt ununterbrochen. Keiner von denen hat mehr als ich zum Portal beigetragen. So, wie lautete der Aktivierungscode, den Brams mir für den Hauptrechner gegeben hat? Das ist einer der Aktivierungscodes. Ich muss nur noch den anderen finden. Und tschüss, Fleischklops. Ja, da ist es wieder passiert. Hab nicht drauf geachtet, war Instakill. Der blöde Mimik spawnt und ich schieße ihn ins Nirvana. Na, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Das ist das Ende des ersten Teils. Na, und beim nächsten Mal schauen wir dann, ob ich es schaffe, die anderen beiden Mimics einzufangen.